Hat die Stippvisite von Angela Merkel bei Präsident Putin Ihrer Meinung nach etwas gebracht? Gebracht, denke ich schon. Wichtig ist, was alle immer wieder sagt, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt. Ich glaube auch, dass sowohl Merkel als auch Putin ihre Minimalvorgaben oder Vorhaben erfüllt haben. Um das genauer zu sagen, Merkel hatte zwei Ziele bei ihrer Reise nach Sochi. Ziel Nummer eins ist natürlich immer Innenpolitik, den Deutschen zu demonstrieren, vor allen Dingen der russlandkritischen Öffentlichkeit oder vielmehr der kritischen deutschen Elite, dass sie mit Putin auch hart reden kann. Und das hat sie ja auf der Pressekonferenz ja auch bewiesen, wo sie praktisch in wenigen Sätzen all diese kritischen Momente wieder beleuchtet hat, die in den deutschen Medien heute das Russlandbild bringen von der Verfolgung von Homosexuellen in Tschetschenien bis zur Verhaftung von jungen Demonstranten bei den Protestmärschen in Russland bis zu anderen Menschenrechtsverletzungen. Dafür hat Merkel natürlich großen Applaus zu Hause bekommen. Das zweite Ziel, was Merkel gerade in ihrem Wahlkampf gebraucht hat, ist eine Sicherstellung, dass ihre Agenda bei der G20 funktioniert. Und deshalb hat sie sich bei Trump abgesichert und jetzt bei Putin abgesichert, dass die zwei Main Player bei diesen G20-Gesprächen, bei diesem praktischen Weltgipfel Amerika und Russland mitspielen und sie auch bei ihrer Agenda, bei ihrer speziellen Agenda auch unterstützen, jedenfalls keine Steine in den Weg legen. Damit kann sie sich im Wahlkampf auf dem G20 in ihrer Geburtsstadt Hamburg als große Außenpolitikerin feiern lassen. Aber die Geschichte über die Schwulenverfolgung in Tschetschenien, die basiert ja im Prinzip bisher auf einem Zeitungsartikel. Ist das nicht ein bisschen anmaßend, sich so sehr in die russische Innenpolitik einzumischen? Also ich glaube, dass hier wiederum Merkel das Ziel hatte, in der innenpolitischen Debatte in Deutschland zu punkten. Sie hat auch über hybride Kriege in Russland gesprochen. Sie hat den Fall Lisa, der schon vergessen war, auch wiederum aufgewärmt und gesagt, auch da hätte es Manipulation von außen gegeben, was viele in Deutschland eigentlich gar nicht nachvollziehen können. Ja, und vor allem die andere Geschichte ist ja noch banaler mit dieser E-Mail an die Bundeswehr, die in Litauen stationiert ist. Glaubt die Kanzlerin wirklich sowas oder ist sie schlecht informiert? Die Frage ist, ich glaube nicht, dass die Kanzlerin schlecht informiert ist. Die weiß, wie sie die innenpolitische Debatte in Deutschland für ihren Wahlkampf nutzen kann, indem sie Sympathien bei den Teilen der Elite bekommt, von denen sie glaubt, die genau das, solche Dinge von ihr hören wollen. Ich fand das auch alles absolut überzogen. Diese Dinge gehören auch irgendwie nicht auf eine Pressekonferenz. Auf der anderen Seite ist das Merkels Stil, ist nicht neu. Sie hat mit Kritik an Russland auch bei anderen Veranstaltungen dieser Art gepunktet, zum Beispiel von Putin und Putin wie zum Beispiel den Pussy Riot-Fall da im Kreml auch erwähnte, mit Kritik an Russland. Ich glaube, dass Putin mit dieser Kritik von Merkel inzwischen auch umgehen kann und auch zurückschlägt. Was natürlich dann so eine Pressekonferenz auch sehr lebendig erscheinen lässt, aber jeder hat damit seinen Gewinn. Sie punktet in Deutschland, er punktet in Russland. Ob die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sich deswegen verbessern werden, das ist die andere Frage. Aber bevor ich vergesse, möchte ich zu Putin sagen, für Putin war es auch wichtig, dass dieses Treffen zustande kommt, weil immer wieder im Vorfeld von solchen Konferenzen wie der G20 in den letzten Jahren geschrieben wurde, Russland sei so isoliert, niemand wolle mit Putin reden. Und schlimm war das während des G20-Treffens in Australien, wo Bilder erschienen, wo er alleine am Tisch saß. Jetzt kann niemand sagen, dass Putin isoliert sei. Das ist absoluter Quatsch. Im Gegenteil, alle fahren eben jetzt nach Russland, um mit ihm zu reden. Trump wird sich noch vor dem G20-Gipfel zu einem Sondergespräch mit Putin treffen. Merkel war jetzt in Sochi, wo sie zwei Jahre lang nicht hinfahren wollte. Erdogan kommt jetzt zum zweiten Mal nacheinander nach Russland. Und viele andere Staatsführer geben sich da die Klinke in der Hand. Also damit hat Putin auch gepunktet. Je mehr davon, dass Russland isoliert ist und niemand mit dem Land redet, das ist alles vergessen, diese mehr existiert. Von beiden Seiten wurde die gute Rolle der Wirtschaft betont, aber die Sanktionen kamen ja überhaupt nicht zur Sprache. Also bei Sanktionen kann ja Merkel selbst wenig entscheiden, sondern sie wird, also bedauerlicherweise muss man schon annehmen, wird sie die Sanktionen erst dann gegen Russland
auch ihrerseits fallen lassen wollen, wenn das letzte EU-kritische, Russland-kritische EU-Mitglied, sagen wir Polen oder Litauen, da mitmachen. Bis dahin wird sie sich da nicht bewegen und das ist ein Trauerspiel, weil so kann das eigentlich nicht weitergehen. Die Wirtschaft will sich praktisch in die Arme schmeißen. Man hat so viel zusammen jetzt vor und trotz der Sanktionen haben sich die Wirtschaftsbeziehungen in den letzten 2 Jahren wieder ein wenig verbessert und die Wirtschaftsdaten in Russland sind auch nicht schlecht. Laut Weltbank und anderen und IWF-Berichten wird 2017 ein leichtes Wachstum in Russland nach dem Rubelfall und nach diesen negativen Tendenzen der russischen Wirtschaft wieder sichtbar sein. Und die Wirtschaft will das nutzen, die deutsche Wirtschaft. Aber sie kann nicht, solange es diese Sanktionen gibt. Und deshalb liegen natürlich die Hoffnungen auch auf Merkel, dass sich hier was ändert. Aber sie hat das nicht gemacht. Im Grunde genommen, glaube ich, hat Putin und Merkel aneinander vorbeigeredet. Während Merkel versucht hat, immer darüber zu reden, dass der Dialog mit Russland über die Menschenrechtsschiene, also über den Zivildialog der beiden Zivilgesellschaften laufen muss, dass das für sie sehr wichtig ist, hat Putin die Wirtschaftsbeziehungen an vorderster Stelle genannt und gefordert, dass die Wirtschaft für die notwendigen Brücken ist errichtet. Das ist übrigens auch nichts Neues. Das ist der eigentliche Konflikt, den wir haben, also diese Sprachlosigkeit in deutsch-russischen Beziehungen. Die Russen setzen auf Interessen in den Beziehungen und Frau Merkel setzt eben auf Werte, auf liberale Werte, auf Menschenrechte, auf eine ganz andere Linie und deshalb kommt man so schwer zusammen. Nochmal kurz zur globalen Politik. Präsident Putin hat dann gleich am Abend mit Präsident Trump telefoniert. Traut man sich etwa nicht? Möchte sich Trump absichern, dass er nichts verpasst? Also ich denke, dass das eher ein Signal an Merkel gewesen ist von Seiten Putins. In der Weise, du hast mit Trump über Russland geredet und jetzt rede ich mit Trump über Deutschland, kurz bevor du in Sochi eintrittst. Ich glaube, dass das alles auf dem diplomatischen Parkett völlig legitim ist. Putin will nicht dastehen als jemand, der mit seinem Land isoliert ist. Merkel befürchtet, dass Trump und Putin eine gemeinsame Männersprache finden über ihrem Kopf und sie dann möglicherweise in Syrien oder in der Ukraine bei wichtigen Entscheidungen von diesen beiden übergangen werden wird. Das ist ihre Angst. Aber letztendlich muss man sagen, alle treffen sich zusammen in Hamburg und dort wird es eine neue weltpolitische Bühne geben mit einem neuen französischen Präsidenten oder Präsidentin, mit einem Trump, der dort natürlich auftrumpfen wird, mit einem nicht mehr in Isolation wie noch im letzten Jahr befindlichen Putin und mit einer Gastgeberin Merkel, die hier gut moderieren muss, keine Konflikte eingehen muss, um ihre wirklich ambitionierte Agenda für die G20 durchzusetzen.